Herzlich willkommen zu dieser Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Du bist eine Frau, die wieder mehr Lebendigkeit in ihrem Leben möchte, die es nicht scheut, sich für ihren Erfolg, für die Liebe zu ihrem Körper, für eine erfüllte Partnerschaft und Sexualität voll einzusetzen und alles zu geben, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Lilian Runge-Rieken und ich bin seit über 17 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Heute dreht sich alles um die Frage, wie kann ich lernen, mir und meinem Gefühl bzw. meiner Intuition zu vertrauen? Diese Frage ist mir gestellt worden von einer Frau, die von sich selber sagt, ich mache mir einfach gerne selber was vor, ich habe mich da durchschaut. Das heißt, ich schaue gerne weg oder ich male mir die Welt auch ein bisschen rosaner, als sie eigentlich ist, obwohl es ein inneres Gefühl dafür gibt, dass an den Punkten, wo ich eben wegschaue, einfach etwas nicht stimmt. Und sie sagt, sie kennt das aus ihrer Historie heraus, an Geschichten, wo sie zum Beispiel eine Freundin hatte, wo sie die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass irgendetwas krumm und schief läuft. Und letztlich hat sich dann über längere Zeit herausgestellt, dass die Freundin sehr stark psychisch krank war. Und sie hat dann letztlich, ich sag mal, zurückgefühlt und gesagt, wow, eigentlich habe ich das schon die ganze Zeit geahnt und irgendwie gewusst. Und bin aber irgendwie immer um dieses Thema drumherum gegangen und habe es mir schön geredet, habe weggeschaut, habe gehofft, dass es nicht so ist oder ja einfach irgendwo das Thema nicht direkt angesprochen. Und das Gleiche gilt auch für eine sehr lange Partnerschaft, die sie geführt hat, wo sie eigentlich immer gewusst hat, dass sie belogen wird über viele Jahre und auch das sich in allen Himmelsrichtungen schön gemalt hat und sich selber was vorgemacht hat, sich selber einfach die Dinge schön geredet hat oder auch manche Menschen sprechen davon, sich die Dinge schön zu malen. Und obwohl sie auf tiefer Ebene eigentlich gewusst hat, dass da etwas völlig schief läuft, hat sie das einfach immer wieder geschafft, das auszublenden und fragt sich jetzt wirklich, wie kann ich denn lernen, diesem Gefühl, was mir eigentlich immer die Wahrheit sagt oder sehr oft die Wahrheit sagt, wirklich zu vertrauen und aufzuhören, wegzuschauen oder mir selber was vorzumachen. Und das Ganze ist für sie aktuell in einem Kontext von ich möchte gerne in meinem Leben etwas verändern, also in meinem Job vielleicht sowas nehmen wie auch eine Auszeit, was steht jetzt eigentlich für mich an und es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte, sprich es geht wirklich um einen Umbruch in ihrem Leben, es geht um Veränderung und da tun sich verschiedene Möglichkeiten auf oder es gibt die verschiedensten Ideen und auf der Basis von diesem, ich kann mir nicht selber wirklich richtig vertrauen, also so dieses Gefühl von, da gibt es jetzt die und die und die Möglichkeiten, Veränderungen in mein Leben zu bringen und ich habe so ein bisschen, ja, Angst, da ich mir selber nicht so ganz vertraue, weil ich weiß, dass ich mich öfter selber wie, ich nenne es jetzt mal einfach wie bescheiße, obwohl ich das eigentlich gar nicht will, die falsche Entscheidung zu treffen. Also es gibt viele Möglichkeiten und alles, was sich gerade so auftut, da klingt einiges wirklich gut für sie und gleichzeitig ist vieles einfach auch sehr wirr. Und die Frage ist für sie jetzt wirklich, wie komme ich an dieses Vertrauen daran, natürlich den nächsten richtigen Schritt zu machen auf Basis von dem, was es in mir sagt oder was ich in mir erspüre, da wirklich zu vertrauen und mir nicht wieder aus Gewohnheit heraus, weil das geht ja oft so schnell, dass wir gar nicht hingucken können, dass wir aus Gewohnheit, weil uns innere Anteile vielleicht einfach erklären, das ist aber so besser oder so funktioniert es einfacher. Das sind ja einfach innere Strategien, dann doch wieder eine Entscheidung zu treffen, wo sie nach kurzer Zeit einfach feststellt, ich habe mir wieder was vorgemacht oder ich habe wieder weggeschaut, obwohl ich eigentlich gewusst habe, dass es die verkehrte Entscheidung ist. Also so dieser Wunsch wirklich, hey, es geht jetzt wirklich für mich um Veränderung und ich möchte wirklich irgendwo mir so weit vertrauen können, dass ich hoffentlich die richtige Entscheidung treffe für meinen weiteren Weg. Und
Es gibt so ein paar verschiedene Eckpunkte, die ich dir mitgeben möchte und vielleicht fühlst du dich selber auch angesprochen. Münzt es einfach auf deine Themen um, wenn es um Wegschauen geht, sich selber was vormachen geht. Also vielleicht einfach Punkte in deinem Leben, die nicht selten ja wirklich auch mit intimen Begegnungen zu tun haben, mit Beziehungen, mit Sexualität, aber auch mit Freundschaften, also viel auch einfach Situationen, wo es wirklich um Kontakt geht, ja, da machen wir das besonders gerne und das hat immer auch Gründe, warum wir das tun, weil wir uns das irgendwann einfach antrainiert haben oder gelernt haben, dass wir auf diese Art, indem wir uns was schön reden und die Wahrheit nicht wirklich anschauen oder sie ans Tageslicht holen, sie aussprechen oder uns konfrontieren oder auch andere konfrontieren mit dieser Wahrheit, dass wir damit einfach besser durchs Leben kommen. Und meistens haben wir diese Entscheidungen ja auch getroffen zu einem Zeitpunkt, wo wir in den allermeisten Fällen noch recht jung waren, wenn nicht sogar ganz klein waren, dass wir uns an diesen Moment der Entscheidung so zu handeln und das dann als Muster dauerhaft in uns zu integrieren, auch gar nicht erinnern können, müssen wir auch gar nicht, weil wir können alles das, was wir an Vertrauen brauchen, wenn wir es irgendwann mal in frühester Kindheit nicht gelernt haben, auch heute noch nachholen. Also es ist nicht so, dass das einfach sowas ist, wie ich bin an der Stelle kaputt. Sondern es ist wirklich so dieses Ding zu gucken, was ist jetzt, was zeigt sich jetzt in meinem Leben? Aha, das kann ich nicht. Ich kann mir augenscheinlich nicht so gut vertrauen, aber vielleicht stimmt es auch gar nicht. Vielleicht bin ich einfach jemand, der aus einem inneren Muster oder Reflex heraus einfach gewohnheitsmäßig gerne wegschaut. Und dann bin ich schon schneller wieder in so einem alten Muster drin, der Wahrheit eben nicht ins Gesicht zu schauen und mich nicht zu konfrontieren. Und dann stecke ich schon eigentlich mittendrin und dann ist es ja noch mal viel schwieriger, den Bogen wieder zu schlagen und zu sagen, hey, hier stimmt was nicht. Also es ist oftmals leichter, wenn wir das durchbrochen haben, das wirklich zu erkennen, wo wir was bunt malen, direkt am Start, wenn das Ding losgeht, bevor das Kind komplett im Brunnen liegt, das Thema so ein bisschen herbeizuziehen und genauer hinzuschauen. Und aber beide Wege sind möglich, ja, also auch mittendrin den Prozess zu verändern. Was braucht es einfach nur? Ja, tatsächlich ein Stück weit mehr dieses selbstverständlich Vertrauen in dich selber und gleichzeitig aber auch dieses, wenn du dir selbst nicht vertraust, dann gehst du auch gar nicht erst wirklich oftmals los auf eigene Initiative. Also das heißt, du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel wie diese Frau, Wege zu wählen, wie es für dich weitergeht, ja, deine Zukunft quasi zu planen. Und dann sind da verschiedene Möglichkeiten, sagen wir mal, da sind 5 verschiedene Möglichkeiten. Und vor lauter Unsicherheit jetzt einen Fehler zu begehen, gehen wir dann gar nicht erst los und blockieren uns selber. Und das ist natürlich sehr tricky, weil auch das wiederum eine Strategie ist, nicht dahin zu kommen, wo wir eigentlich wollen, nämlich in ein autonomes Leben, in ein Leben, wo wir uns auch ein Stück weit wie unabhängiger machen von anderen Menschen. Solange wir in diesem Komplex gefangen sind, ich male mir was schön und es steht im Kontext mit anderen Menschen, sprich mit meinem Partner oder mit meinen Kindern oder mit meinem Arbeitgeber oder mit wem auch immer, dann ist es unglaublich schwierig, diesen Punkt wirklich für sich so zu knacken. Also diesen Moment zu finden, wo du für dich wirklich losgehst und einschließt, dass du mit deiner Entscheidung vielleicht auch nicht richtig liegen kannst, aber du bist zumindest losgegangen, ja? Also du hast quasi diesen Moment zu sagen, ich habe da verschiedene Optionen, es gäbe 5 Möglichkeiten, wie es jetzt irgendwie gut für mich weitergehen könnte. Vermutlich sind 4 verkehrt und eine ist richtig und ich möchte jetzt die richtige treffen. Und dann stehen wir da und gehen aber nicht los, weil wir Angst haben, das könnte jetzt mal wieder sein, dass wir uns selber was rosarot malen. Und das ist dieser Punkt, wo ich eben meinte, das ist einfach sehr tricky, dass wir wirklich dieses Gewohnte ein Stück weit verlassen lernen. Und das ist natürlich am Anfang einfach unsicher. Das heißt, wenn du jetzt die Entscheidung triffst zu sagen, ich möchte
ich möchte wirklich etwas verändern in meinem Beziehungsleben, ich möchte wirklich etwas verändern in meinem Job, was ja meistens doch mit wirklich viel und großen Veränderungen zu tun hat, dann ist das einfach, wenn wir uns selber nicht gut vertrauen, wenn wir eher dieses Misstrauen haben, ich weiß sowieso, ich mal's mir wieder rosa, dann sind das einfach sehr große Entscheidungen, dann sind das einfach sehr große Schritte, die da zu gehen sind. Und da würde ich dir wirklich ans Herz legen und einfach als Vorschlag machen, erst einmal, bevor du diesen großen Schritt gehst, in eine Veränderung rein, vielleicht einfach mal etwas Kleines zu machen in deinem Alltag. Also kleine Dinge grundlegend anders zu machen, die du gewöhnt bist. Und das kann anfangen mit deinem gewohnten Kaffee, wenn du den linken Fuß aus dem Bett gestellt hast, hast du gedanklich vielleicht schon die Kaffeemaschine angemacht oder so ähnlich, mal genau das nicht zu tun und mit dem rechten Fuß aufzustehen und nicht den Kaffee zu kochen, sondern erstmal was ganz anderes zu machen. Also so kleine Gewohnheitssachen in deinem Alltag, die du so, ich sag mal, wirklich fast im Schlaf machst, einfach mal anders zu machen und mal zu gucken, wie sich das für dich anspürt. Wie geht es dir damit? Weil es ist unbequem und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Große Veränderungen hat einfach ganz viel damit zu tun für unser inneres System, dass wir Gewohntes verlassen und das fühlt sich erst einmal unsicher an. Und jetzt könnte man hingehen und das bewerten und sagen, was ist das für ein Bullshit? Wir müssen doch jeden Tag neue Dinge tun und neue Entscheidungen treffen und alles Mögliche. Und ja, aber wenn wir nicht wirklich Ahnung haben, wie unser inneres System funktioniert, was gekoppelt ist ja auch an unser Nervensystem, was immer darauf ausgelegt ist, dass wir uns irgendwie in Balance fühlen, dass wir uns irgendwie sicher fühlen, dass wir irgendwie das Gefühl haben, in diesem Rahmen können wir uns gut bewegen, das macht unser inneres System ganz von selber. Das ist sowas wie ein Instinkt. Und wenn wir da mit einem zu großen Schritt rausspringen wollen und gleich eine ganz große Entscheidung treffen wollen und den Job hinschmeißen wollen und vielleicht erstmal ein halbes Jahr um die Welt reisen und dann aber Angst haben vor dieser Entscheidung, dann ist vielleicht dieser große Schritt für den Moment, das gilt nicht für jeden Menschen, aber für jemanden, der wirklich sich selber gerade anfängt zu verstehen, dass er sich da oft austrickst und sich die Welt rosaner malt, ist das einfach eine Nummer zu groß für den Anfang. Und da sind solche kleinen Dinge im Alltag zu verändern. Das ist eine sehr gute Brücke, um irgendwann bei den großen Dingen wirklich anzukommen. Manchmal reicht das aus, 3 Wochen im Alltag einfach mal ein paar Dinge wirklich anders zu machen und völlig verrückt zu sein. Also ich habe auch schon mit Menschen bei mir im Coaching gesprochen, wo es dann wirklich darum ging, hey, wie wär's denn, wenn du morgens um so und so viel Uhr in dein Auto steigst, nicht auf der Fahrerseite einzusteigen, sondern über den Beifahrersitz quasi auf deinen Fahrersitz zu klettern. Und ich habe dann mal das Feedback bekommen von einer Frau, die es wirklich gemacht hat. Die ist dann mit ihrer Tochter morgens, wo sie zur Schule fahren wollten, sind sie nicht über den Beifahrersitz eingestiegen, sondern sie haben hinten die Heckklappe aufgemacht und sind beide zusammen über die Heckklappe dann nach vorne geklettert ins Auto und haben dann wirklich einen Heidenspaß gehabt, weil sie dieses alte Muster, Tochter geht so zum Auto und macht die Beifahrertür auf, Mama geht so zum Auto, macht die Türe so auf, vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, einen Tee dahinstellen oder ein Taschentuch oder einen Regenschirm, was man auch immer so im Auto halt macht. diesen ganzen Ablauf mal gemeinsam so komplett durchbrochen haben und sie haben einfach gespürt, was das bedeutet in ihrem Alltag, ja, also wie wir auch gefangen sind, weil, ich sag mal, auf der einen Seite geben uns solche Routinen, wie wir Dinge machen, natürlich Sicherheit und Orientierung, das braucht unser System und gleichzeitig ist es aber auch etwas, wo in, ja, ein Mechanismus, in dem wir sehr gefangen sein können, wenn wir zum Beispiel merken, dass wir gar kein Vertrauen zu unserer inneren Stimme haben, also zu quasi einer inneren Empfindung, zu unserer Intuition, wie auch immer du das nennen möchtest, wo du spürst, eigentlich gibt es eine Instanz in dir, die weiß genau, dass mein Partner mich permanent anlügt. Und aus vielleicht Angst vor der Konfrontation oder was auch immer, umgehen wir dieses Thema, malen uns das schön, reden uns irgendwas ein und fangen dann an, diesem Eingeredeten zu glauben, anstatt dieser inneren Stimme. Und gleichzeitig ist das einfach sehr quälend, ja. Das fühlt sich an wie Selbstbetrug. So.
Und ich kann das von der Seite einfach so aus meiner Perspektive ein Stück weit wie beschreiben, weil ich selber solche Dinge auch in meinem Leben erlebt habe. Und es mag für jeden in Nuancen anders sein. Und letztendlich geht es aber darum, dass es eben sich nicht wirklich innerlich ganz stimmig anfühlt, bis zu teilweise einfach wirklich das Gefühl von ich bescheiß mich selber. So. Und um da so eine Lockerheit reinzubringen, um da so ein bisschen ein Gefühl reinzubringen, erstmal alte Strukturen wie aufzulockern, weil in einem aufgelockerten Boden neue Dinge einfach besser sprießen können und anwachsen können, ist es einfach manchmal wirklich, 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 auch wenn es sich noch so primitiv und banal anhört, ein super funktionierendes Tool, Dinge mal für 6, 7, 8 Wochen im Alltag einfach völlig verrückt, völlig anders zu machen. Und da möchte ich dich wirklich einladen, das zu machen. Tu es nicht nur einen Tag und finde dich dann selber bekloppt oder, keine Ahnung, hakt es dann ab nach dem Motto, habe ich erledigt, sondern bring einfach mal so kleine Strukturen so ein bisschen wie durcheinander und guck mal, wie sich das in dir anspürt, weil es wird unbequem sein. Es wird wie anstrengend sein oder auch so ein bisschen nervig, ja, unbequem einfach, ja, also so wie überflüssig. Und wenn wir so Begriffe verwenden wie überflüssig, unbequem und so weiter, zu gucken, woher weißt du denn, dass es unbequem ist? Wie genau fühlt sich das in deinem Körper an? Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich sowas verdreht mache, wo ich eigentlich irgendwie so eine gewisse Routine habe, das auf die und die Art zu machen oder was ganz Bestimmtes zu mir zu nehmen oder was auch immer, dann ist das so ein bisschen, erstmal merke ich, mein Körper sagt so irgendwie, das kostet wie Überwindung, das kostet mich wie mehr Kraft, wie wenn ich meine Routine einfach mache. Eine Routine geht mir leichter von der Hand. Und gleichzeitig ist es auch irgendwie ja, sowas, dass ich das Gefühl habe, wie wenn mein Körper damit so ein bisschen wie im Widerstand ist. Und wie auch immer es sich bei dir anfühlt, ich möchte nicht, dass du meine Empfindungen nimmst, sondern dass du wirklich deine Beschreibung hast. Wie fühlt es sich körperlich für dich an? Fällt es dir leicht, ja, oder eher schwer? Hast du das Gefühl, dein Körper schleppt sich dahin oder hast du das Gefühl, dein Körper hüpft dorthin? Hast du das Gefühl, innerlich, körperlich geht sowas in dir auf oder es zieht sich eher zusammen? Und es geht gar nicht um die Bewertung, ob das eine gut oder schlecht ist, sondern es geht nur um das Gefühl und dem zu vertrauen, aha, schau an, wenn ich mir statt meinem heißgeliebten grünen Tee morgens ein kaltes Wasser eingieße, dann merke ich schon, wie meine Füße schwer werden, wenn ich zum Wasserhahn gehe, zum Beispiel, ja? Und das einfach mitzukriegen und dieser Körperempfindung eine Aufmerksamkeit zu schenken nach dem Motto, aha, so fühlt sich das an. Und warum ich das sage, ist relativ einfach, aber das kann man nur nachempfinden, wenn man es wirklich gemacht hat, weil über diesen Weg von ich verdrehe was in meinem Alltag und gehe dann in das Spüren, was es mit mir macht, beginnt eine Nuance von dir vertrauen können in deine Empfindungen. Egal, ob sie, ich sag mal, sogenannt negativ sind oder positiv sind, also ob wir sie bewerten als fühlt sich gut an oder schlecht, darum geht es nicht, sondern es geht nur darum, dass du mitbekommst, wie es sich körperlich für dich anfühlt und dem einen Moment Aufmerksamkeit zu geben, ohne daran zu verhaften, ohne eine Story draus zu machen, sondern das einfach nur mitzubekommen. Also, du stehst morgens auf, bist vielleicht Rechtshänder, putzt dir die Zähne normalerweise mit der rechten Hand und putzt sie einfach mal die nächsten, keine Ahnung, 6 Wochen mit der linken Hand. Und dieses ungewohnte Gefühl für dich, diese Empfindung dabei noch mehr zu beschreiben, wie mein linker Arm ist nicht so stark wie der rechte, das ist unbequem, der wird irgendwie schwer, ich habe das Gefühl, ich treffe meine Zähne gar nicht so richtig, so in diese Wahrnehmung mehr reinzukommen und deiner inneren Wachsamkeit mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist ein Punkt, wie wir lernen können, Vertrauen in das eigene Gefühl, in die eigene Intuition, in die eigene Wahrnehmung zu trainieren. Das ist ein bisschen ein Prozess tatsächlich und er funktioniert und das ist das Wunderbare. Also, unterm Strich ist es so, dass sich Transformation oder Veränderung am Beginn wirklich sowas wie falsch anfühlen kann, weil es ungewohnt und unbequem ist. Und unser System erstmal signalisiert, so hier ist was falsch, weil es ist unbequem und ungewohnt.
Heißt aber nicht, dass die Entscheidung, die du getroffen hast, ja zum Beispiel einen neuen Job anzufangen oder dir mal eine längere Auszeit zu nehmen, weil es die ersten Tage ungewohnt ist und dein inneres Gefühl signalisiert, boah, das ist hier alles komisch und jetzt fühlt es sich auch noch unsicher an, das war bestimmt die verkehrte Entscheidung. Kann sein, muss aber nicht. Da möchte ich einfach so ein bisschen wie so eine Warnung aussprechen. Das heißt, wenn wir neue Dinge angehen und größere Veränderungen in unserem Leben haben wollen, dass wir einfach uns einräumen. Das ist die erste Zeit, gerade am Beginn, wenn wir mit der Veränderung anfangen, dass es sich sowas wie falsch anfühlen kann. Einfach aus diesen inneren Strukturen heraus, die ich jetzt erklärt habe. Wenn es sich dann nach einer gewissen Zeit immer noch verkehrt anfühlt, kannst du deine Pläne ja ändern, ja. Aber schmeiß nicht bei dem ersten kleinen Gefühl von, oh, hier fühlt es sich unsicher an oder fremd an, schmeiß nicht sofort das Handtuch. Das ist so die Botschaft, die ich dir mitgeben möchte. Wichtig ist einfach nur, dass du tatsächlich losgehst und dass du, ja, also nicht dieses Stagnieren von, bevor ich mir jetzt wieder alles rosa male, bleibe ich lieber da, wo ich bin, nämlich wo die Gewohnheit ist, sondern dass du tatsächlich losgehst und aber dir einräumst, dass du auf die Nase fliegen kannst. Und das hat so diesen Hintergrund von Vertrauen lernen wir wirklich nur durch das Losgehen. Also dieses Vertrauen in uns selber lernen wir wirklich nur durch das Losgehen. Und auch durch Hinfliegen und wieder aufstehen. Und wir haben ganz oft sowas, das kenne ich auch von mir, wir haben sowas wie so ein falsches Bild in uns, dass wenn ich jetzt aufstehe und losgehe und mich für etwas entscheide, dann muss das gut gehen. Ja? Also es ist so dieses, das darf gar nicht irgendwie schief gehen oder sich komisch anfühlen. Und das stimmt einfach nicht. Veränderungen fühlen sich am Anfang oft ein bisschen wie schwierig an, falsche Entscheidung getroffen, unsicher oder was auch immer. Wir haben so oftmals wie so ein bisschen den Anspruch darauf, es muss sich leicht anfühlen und es muss bequem sein und es muss so von der ersten Sekunde das Gefühl sein, alles geht gut. Und das kann mal vorkommen und bei vielen großen Veränderungen, gerade wenn wir so Gewohnheitstiere sind, die nicht permanent ihre Pläne ändern und auf einem neuen Kontinent leben und dieses und jenes machen, wo alles völlig neu ist, dann ist das am Anfang eben oftmals nicht so. Dann ist es wirklich verbunden mit so einer inneren Überwindung und einfach auch mal hinfliegen und wieder aufstehen und sich auch daran zu gewöhnen. Das hat aber nichts mit Aushalten zu tun. Das Gewöhnen daran, dass es am Anfang sowas wie Überwindung kostet. Das ist völlig normal und das ist auch völlig fein. Und so ein bisschen Mitgefühl an der Stelle auch für dein inneres System zu haben, dass es einfach etwas Zeit braucht, da sich wieder zurechtzufinden, weil dein inneres System ist darauf ausgelegt, sich immer wieder zu orientieren und über die Orientierung gewinnst du Sicherheit. Jetzt wechselst du das Spielfeld, weil du etwas Neues wählst und da ist die Orientierung noch nicht so gegeben. Das heißt, es braucht einfach etwas Zeit für die Orientierung und dann kommt so dieses Gefühl von, ah, okay, jetzt langsam wird es so ein bisschen, das Gefühl kommt so ein bisschen bei mir an, dass ich hier doch auf dem richtigen Weg bin. Oder aber es kommt eben immer noch nicht an und du triffst dann irgendwann die Entscheidung nach längerer Zeit und sagst dann, hey, nee, hier taucht nichts auf, hier ist es nur schwierig und es dieses Gefühl von, da stimmt was nicht, das nimmt jetzt einfach zu und ich traue dem jetzt. Und dann triffst du quasi eine neue Entscheidung. Ja, weil dieses Entscheidungen treffen gehört ja hier auch ganz klar dazu. So, und ich möchte es nochmal sagen, vielleicht ist die erste Entscheidung noch nicht so ganz die richtige. Also vielleicht ist die erste Entscheidung, die du triffst für einen neuen Job oder für eine Auszeit oder was auch immer, vielleicht die falsche. Aber du hast zumindest eine Entscheidung getroffen und bist losgegangen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den dürfen wir nicht unterschätzen. Und gleichzeitig dir einzuräumen, Fehler machen zu dürfen, auf deinem Weg versagen zu dürfen und so weiter und so fort. Das ist so ein Part, den ich an diesem Punkt ganz wichtig finde.
Einen zweiten Part, den ich für dieses Vertrauen in dich selber sehr wesentlich finde, ist im eigenen Körper wirklich gut anzukommen. Weil ich höre so ein bisschen raus, dass wenn du sagst, ich mache mir selber was vor, also ich schaue weg oder ich male mir vieles auch so rosa, das sind oft Abläufe, die im Kopf stattfinden, die haben mit dem übrigen Körper nicht so viel zu tun. Und wenn wir schon über Orientierung jetzt so viel gesprochen haben, dann ist das einfach ein Punkt, der, den wir wissen sollten, dass wir vom Körper aus, also wenn wir da wirklich gut ankommen, dass wir von da aus die beste Orientierung haben. Ja, also die haben wir einfach nicht aus dem Kopf. Der Kopf ist strategisch, der Kopf ist analytisch, das ist alles wunderbar. Aber dieses Gefühl von Vertrauen, Sicherheit und Orientierung, das kommt aus einer anderen Ebene heraus und die hat einfach sehr viel damit zu tun, im eigenen Körper gut anzukommen. Und dann gibt es auch nicht mehr so sehr so diese Gefühle von ja, oder anders gesagt, es gibt nicht mehr so viel diesen Kopfchaos oder diese ganzen Gefühle, die uns auftauchen, die wir dann irgendwie nennen, ich habe Angst vor dem nächsten Schritt oder das macht mich unsicher oder so, sondern es geht wirklich wieder mehr um diese Empfindungen, von denen ich eben schon gesprochen habe. Wenn ich das so und so anders mache, wie fühlt sich das dann in mir an? Und da sind wir wieder bei dem Punkt von innerer Orientierung angekommen. Also, sowohl im ersten längeren Part, wo ich jetzt drüber gesprochen habe, als auch in diesem kurzen Part, wo ich gesagt habe, im eigenen Körper ankommen, geht es wirklich sehr stark darum, Orientierung zu finden. Und wenn wir nachhaltig gute Entscheidungen für uns treffen wollen, dann ist das für mich ein ausschlaggebender Punkt, dass wir einfach diese innere Orientierung in uns selber, wenn wir uns vertrauen wollen und nicht irgendwelchen Zeitschriften, irgendwelchen Sprüchen von irgendwelchen anderen Leuten oder irgendeinem selbst kreierten rosaroten Film, den wir in uns haben, dann geht es sehr stark einfach darum, immer wieder in uns selber anzudocken an diese innere Orientierung. Und den dritten Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, ist das Thema innere Klarheit finden. Das heißt, da geht es wirklich so um Punkte, wo wir sagen, ich sortiere bestimmte Dinge aus. Das heißt, ich übe zu Sachen Nein zu sagen und ich sortiere bestimmte Dinge ein. Das heißt, ich mache mir einen Plan, wo ich sage, langfristig gesehen in meinem Leben, wenn ich jetzt etwas verändere, wie möchte ich mich denn dann von innen heraus empfinden? Wie möchte ich mich von innen heraus erleben? Und dann haben wir vielleicht ein Kopfkino, haben irgendwie Ideen, wie wir uns da in einem neuen Job oder in irgendeiner Auszeit erleben. Und dann ist aber nicht dieser Film für mich interessant, der ist nett, aber das, was funktioniert, was wegweisend ist, ist, wie möchtest du dich erleben von deinem inneren Empfinden heraus? Also wie möchtest du dich fühlen, wenn du in der erfüllten Situation bist? Das hat auch wieder, das könnte ich jetzt noch eine Stunde wahrscheinlich ausführen, das hat auch wieder sehr viel wirklich mit dem Thema Orientierung zu tun, dass du ein Maß findest von, wenn ich eintauche, wie wenn mein Leben ab jetzt so laufen würde, wie ich mir das wünsche und vorstelle, wenn ich mich nicht entscheiden kann zwischen diesen fünf verschiedenen Themen, wie es für mich weitergehen soll. In welchem dieser fünf verschiedenen inneren Filme, ja, Visionsfilme, die ich mir vielleicht mache, und dafür solltest du dir wirklich Zeit nehmen, am besten auch ein Blatt Papier und das einfach mal wirklich aufschreiben und da tief eintauchen. In welchem dieser inneren Filme habe ich das Gefühl, ein inneres Empfinden zu haben von, da fühle ich mich safe, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich gesehen, da, also was auch immer dein Wunsch ist, da fühle ich mich irgendwie auf meine Art und Weise erfüllt. Und dass du dich dann auf dem Weg, den du dann gehst, auch wenn du zwischendrin hinfällst und das Gefühl nicht hast, aber dass du dich an diesem inneren Empfinden immer wieder orientierst, dass du dich an diesem inneren Empfinden immer wieder orientierst in der Form, als dass du sagst, bin ich dem schon ein Stückchen näher gekommen, ja, wie ich mich eigentlich von innen heraus fühlen möchte. Und wenn du da nicht eintauchst in das, ah nee, habe ich immer noch nicht so an Mist, also so quasi in diese Opferhaltung, funktioniert nicht, habe ich nicht, Mist, sondern eher, ah, schau mal, an dem und dem Punkt
habe ich so eine Empfindung davon gehabt, ich bin dem ein kleines bisschen näher gerückt. Ja, wenn du dich da so quasi dran orientierst, dann bist du auf dem richtigen Weg, gute Entscheidungen für dich zu treffen. Und natürlich möchte ich abschließend einfach sagen, immer mit dem Ding, Fehler machen zu dürfen und auf die Nase fliegen zu dürfen und wieder aufzustehen. Und dieses Aufstehen gilt ja nicht von wegen hier, ach Gott, dieses Leben ist so schrecklich oder ich stehe jetzt für meinen Partner wieder auf. Nein, es gibt nur eine Person, für die du aufstehst. Und das bist du selber, um den nächsten Schritt zu gehen, den du auch nur tust für eine einzige Person, die es gibt hier auf der Welt. Und das bist auch nur du selber. Also nicht nur, sondern das bist du selber. So. Also damit macht deutlich, dass jede Bemühung, die du tust, ich sag mal, eine Transformation zu erreichen oder ein schöneres, besseres Leben zu finden, ausschließlich dir selber dient. Und das finde ich sehr großartig. In diesem Sinne freue ich mich riesig über diese fantastische Frage, über den Mut dieser Frau, was sie mir alles geschrieben hat, dass du dich so gezeigt hast. Und ich freue mich sehr, dass du hier heute wieder dabei warst. Und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, dies war nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein und abonniere diesen Kanal. Und dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, zu Coaching- und Mentoring-Angeboten und all die Infos. Wo du das findest, stehen hier natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ich freue mich riesig, wenn du mir auf iTunes für diesen Podcast, für diese Folge eine tolle Bewertung geben magst, wenn du diesen Kanal abonnierst. Und ja, ich freue mich einfach riesig, dass du hier dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Hab eine lebendige Zeit.